Wir sind davon überzeugt, dass wir eine Wahlrechtsreform brauchen. Das ist das Ergebnis auch eines Diskussionsprozesses bei uns in der CDU- und CSU-Fraktion. Natürlich ist es nicht einfach, beispielsweise Wahlkreise zu streichen, denn Wahlkreise sind ein wichtiges Element in unserer parlamentarischen Demokratie. Wir haben als CDU und CSU aber gezeigt, dass wir bereit sind, uns zu bewegen, weil wir das Ziel haben, das Wahlrecht zu reformieren. Jetzt erwarten wir Bewegung, aber auch von der SPD, damit wir zu einer Lösung kommen, die das nächste Mal ein tragfähiges Wahlrecht für den Herbst 2021 ermöglicht.